Hallo, ich bin der Julian und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Die Winterpause war lang und kalt. Es ist jetzt dennoch Zeit für uns, Ende April in die neue Saison zu starten. Wir haben heute den 28. April und es ist 8 Uhr. Wir haben irgendwo zwischen 7 und 8 Grad. Es ist immer noch saukalt, aber das soll uns nicht davon abhalten, dass wir jetzt unsere erste Reise für dieses Wochenende machen. Deshalb nehme ich euch mit die 3 Tage und schau mal, wie viel Abenteuer das in die 3 Tage möglich ist. Deshalb bleibt dran. So ein Saisonstart ist natürlich immer ganz was Besonderes. Ziel ist es natürlich immer gesund und heil daheim anzukommen. Es geht da um kein Rennen, um keinen Wettkampf, irgendwie irgendwen anderen was zu beweisen. Absolut das Wichtigste, dass man wieder gesund zu Hause ankommt, ja, nach so einem Wochenende. Für mich geht jetzt dieses Reisewochenende allerdings schon früher los. Ich bin dieses Wochenende nicht mit meiner Honda unterwegs. So viel kann ich schon verraten. Ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Händler in Linz. Und dort werde ich mir jetzt das Bike, das ich zur Verfügung gestellt bekomme, für dieses Wochenende abholen. Und eins kann ich auch schon verraten, es ist auf jeden Fall nicht so geländegängig wie die Honda. Aber ich würde sagen, wir hören uns später, wenn wir dann so weit sind. So, ich bin jetzt angekommen in Linz beim BMW Hüglinger Denzel und aufmerksame Zuschauer werden es sicher schon mitgekriegt haben und werden auch natürlich den Test schon gesehen haben zum Motorrad, mit dem ich jetzt für diese Slowenien-Italien-Reise unterwegs bin. Es ist natürlich die BMW S1000 XR und die Honda bleibt zu lange da, in gutem Gewahrsam hoffentlich. Und ja, ich werde es dann mehr sagen, morgen geht's los. Seid gespannt und wir hören uns, wenn es soweit ist, gell? Ja, einen wunderschönen guten Morgen, es ist jetzt Samstag in der Früh. Ich gehe jetzt für mich los mit der S1000 XR. Hab mir jetzt einfach provisorisch für diese Reise jetzt hinten einen Seesack draufgeschnallt. Genug Platz für jetzt das ganze Kameraequipment und meine persönlichen Sachen. Und ja, gescheit anzuhört, dass die 165 PS da mir nicht das Gepäck hinten vom Heck holen. Und so geht es also los, unser Saisonstart Richtung Süden. In leichtem Nieselregen steht mehr oder weniger das erste Highlight an. Die Strecke über Puchenstuben bis Mariazell bietet immer mächtiges Kurvengeläuf und auch ein bildhübsches Panorama. Leider war die Straße nass und auch ziemlich schmierig und schmutzig. Tja, es ist trotz dessen immer noch Ende April. Ich bin mir sicher, wenn wir im Sommer wieder die Wege kreuzen, wird's besser sein. So blieb uns wenigstens genug Zeit, das schöne Bergpanorama zu begutachten. So, Herr Tourguide, wo verschlagt es uns jetzt hin? Es ist ja das Wetter, das reißt auf. Es wird ja immer besser, wie es ausschaut. Ja, jetzt fahren wir dann Richtung Mariazell weiter. Nach dem Mittagessen ging es verregnet weiter. Über kleine, kurvige Nebenstraßen suchten wir uns gen Süden. Die wenig komplett trockenen Meter am ersten Tag hatten wir zum Glück über den Packsattel, die wir natürlich vollends genossen haben. So, wir sind jetzt angekommen, in Wolfsberg aktuell. Sind jetzt über den Packsattel runtergefahren, eben nach Kärnten und jetzt
Arsch. Dann suchen wir sich ein Hotel. Schauen wir, ob wir noch was finden für uns sechs. Gekommen bin ich jetzt circa mit der XR um die 350 Kilometer bei einem Durchschnittsverbrauch von 5,3 Litern. Man muss aber dazu sagen, wir sind relativ gezügelt gefahren. Ihr habt das wahrscheinlich gesehen auf die Voraufnahmen. Es war halt mit dem Wetter ein bisschen wechselhaft. Wir haben relativ viel Regen gehabt. Dadurch ist natürlich gescheit, wenn man ein bisschen rumfährt und dadurch wahrscheinlich auch der niedrige Verbrauch. Ja, der erste Eindruck vom Motorrad wirklich top, muss ich ehrlich sagen. Sie ist sportlicher, wie ich erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen. Das Fahrwerk hat sich jetzt ein bisschen eingependelt. War am Anfang auch sehr straff, jetzt passt es. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr sportlicher Tourer. Ich würde nicht sagen Tourer, sondern ich würde eher Sportmotorrad sagen mit Reiseeigenschaften. Und ja, soweit so gut. Ich würde sagen, wir hören uns, wenn wir jetzt über die slowenische Grenze rüberfahren. Also, du weißt es nicht, der Josef weiß das nicht. Wenn man das Kabel angesteckt hat, dass man nicht davonlaufen kann mit dem Helm. Josef, ist das so, oder was? Immer die Probleme mit dem Headset, gell? Ja, weißt du was? War die Leiche in meine Brühen, weil sonst sieht er nichts. Geh weg noch schon. Siehst du jetzt was? Ja, es lohnt. Das Wichtigste. Und haben wir jetzt schon fündig geworden mit dem Hotel? Ey, klar. Wo geht's jetzt die Reise noch hin? Jetzt geht's nach. In Scheißbrühen, oder? Wo ist Scheißbrühen? Nicht sagen Scheißbrühen, oder? Ari, hörst du mich? Ari. In der Nähe von Gransch fahren wir jetzt. Fahren wir jetzt über den Seebergsattel. Sicher, fahren wir heute, dann siehst du das Wetter, passt ja noch. Nach Slowenien. Den nehmen wir noch in Angriff. So, wir sind jetzt angekommen in Gransch. Der erste Vortrag ist jetzt durch. Wir haben es jetzt dann über den Seebergsattel drüber geschafft. Es war leider, wie ihr es gesehen habt, sind die Aufnahmen immer noch ein bisschen verregnet, immer noch nass. Deswegen immer noch mit einer angezogenen Handbremse sind wir gefahren, aber es macht ja nichts. Es ist ja trotzdessen immer noch eigentlich April und immer noch irgendwo die erste große Herausforderung für uns. Und wie wir schon gesagt haben, das Wichtigste ist einfach, dass wir gesund heimkommen. Und Josch, wie war der erste Fahrtag mit der XR? Geil, geil. Leider wird da ein bisschen verregnet, aber sonst top. Kleines Gerät, sehr sportlich zu bewegen. Kann man nicht viel Negatives dazu sagen, ja. Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei uns jetzt hier aus Gransch in Slowenien. Ihr habt das gesehen, wir sind gestern noch über den Seebergsattel dann nach Slowenien. Es war leider ein bisschen nass gestern, eigentlich den ganzen Tag über, aber wir sind nicht viel im Regen gefahren, es war trotzdem eine mächtige Gaudi. Und ja, so sind wir gestern eben durch Zufall im Hotel. So, wie heißt das? Schnepelle Vue, genau. Das ist quasi auf einer Erhöhung, auf einem Berg überhalb von Gransch. Ich habe das in den Drohnenaufnahmen gesehen. Da haben wir wieder einen richtigen Glücksgriff gemacht. Also echt ein Top-Lob an unseren Tourguide. Und ja, für uns geht es dann weiter. Während die anderen jetzt noch beim Frühstück sitzen, habe ich mir gedacht, quatsche da kurz ein bisschen in die Kamera. Und ja, jetzt geht es dann eben für uns halt über Italien wieder zurück nach Kärnten, wo wir dann die Nacht schlafen werden. Ja, und schauen wir, was wir heute mitnehmen. Das wird Richtung Bovec gehen. Ist natürlich eine super Region, da rund um den Triglav Nationalpark. Und dann rüber wahrscheinlich über die Sella Nivea. Aber da wird euch der Tourguide dann mehr erzählen.
Ja, Herr Turgent, wo wird es uns heute hin verschlagen? Ich habe gesagt, wir werden Richtung Italien irgendwo kurz einmal kreuzen und dann heute in Österreich schlafen. Aber wie schaut der genaue Plan jetzt für den Tag heute aus? Ja, jetzt fahren wir mal von Gransch Richtung Dolmen. Fahren dann Richtung Kabarett. Zwischen Kabarett und Bobec fahren wir dann die kleine Straßen Richtung Italien um. Fahren dann ins Kanaltal. Fahren vom Kanaltal fahren wir dann Richtung Ampezzo. Ampezzo, die kleinen Straßen da zum Sauriser See hoch. Und dann fahren wir entlang der Kärntner österreichischen Grenze. Italien fahren wir dann runter bis Ponteba. Und dann müssen wir schauen, wie weit wir heute fahren. Oder ziehen wir einmal keins bucht. Hoffen wir, dass das Wetter noch haltet oder dass Mittag können ein paar Gewitter kommen, aber jetzt schaut es aber nicht so schlecht aus, ja, glaube ich. Genau. Ja, wird schon werden. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall trockener wie gestern. Das hoffen wir, ja. Ja, gell? Super. Passt, ja. Alles klar. Und mit der Mine pur. Genau. Oder ist ein bisschen So, Peppi, du bist derjenige, der bei uns am geschichtlichsten bewandert ist. Was ist denn das eigentlich für ein Monument? Da geht es um den Partisanenkampf im Prinzip im Zweiten Weltkrieg. Okay. Ja, und die haben's, Nazis haben es unterwischt und da dürfen sie so wegen ermordet. Wie findet man solche Geschichten eigentlich? War das jetzt reiner Zufall, dass wir da vorbeikommen sind? Oder wie plant man sowas im Vorhinein? Nein, ehrlich gesagt, ich bin da schon mal gefahren, vor 2-3 Jahren. Die Aussicht ist schön, weil man am Bergrücken fährt, sieht man die Täler ein bisschen. Dann wird man auch noch So, wir sind jetzt angekommen im wunderschönen Solciatal, da an der slowenisch-italienischen Grenze. Und die Fahrerei war bis jetzt ein Traum, oder? Ja, top, top. Also bei dem Wetter heute passt super klasse, Temperatur optimal, Straßenverhältnisse top. Was willst du mehr? Kann man sich eigentlich nichts Besseres vorstellen, oder? An so einem Tag. Das Wetter ist halt wirklich top. Hoffentlich bleibt es so, hoffentlich hält es ein wenig aus. Und ja, jetzt geht es dann eben für uns Richtung Italien um. Da werden wir sicher jetzt Mittag irgendwo eine wunderschöne Pizza einverleiben. Und ja, schauen wir, wo es uns jetzt hin verschlagt. Josef, was ist das Problem? BMW. Ist so toll, verlieren Scheiß während dem Fahren.
haben wir leicht schwarze Wolken über uns, werden lesen, kann es regnen und dann werden wir es wieder angehen. Kann noch besser werden. Und den Joe auf deinen eigenen 1200 er jetzt führen. Ja, wie taugt es da? Ja, super, wenn ich nicht die Schrauben von Gange verloren hätte, wäre es ja nur viel besser. Wie ihr sicher mitbekommen habt, haben wir uns gegen unseren eigentlichen Plan entschieden. Wir haben also den Sauresser See gestrichen und sind nach dem Mittagessen direkt durch das Kanaltal und den Plöckenpass zurück nach Österreich. Wie viel Spaß der Plöckenpass von der italienischen Seite macht, könnt ihr in den nächsten Minuten sehen. Also zurücklehnen und den Fernseher auf volle Lautstärke drehen. Zurück auf österreichischem Boden buchten wir uns ein Hotel in Bad Kleinkirchheim. Es sollte der letzte Abend des lässigen Kurztrips sein, den wir auch gebührend ausklingen ließen. So, Peppe, wieder angekommen in der Heimat, oder? Oder zumindest im eigenen Land. Ja. Bist eh Fisch, brauchst du nichts Dinge. Ja, wieder angekommen in Österreich, ganz toll. Manche sind wieder froh, weil die haben noch einen Reisebus unterwegs. Na, passt super wieder. So, das war jetzt der Test. Oder meine Testaufnahme, ich habe es jetzt durchgebracht. Es ist mittlerweile 7:30. Und es wird jetzt Zeit für mich, dass ich mir rauskomme aus der Motorradkluft. Meine Kollegen sitzen schon sicher drinnen beim dritten oder vierten Bier und ich werde jetzt alles zusammenpacken unter die Dusche und dann ab zum Abendessen und ja, ich nehme euch wieder mit zum Abendessen. Wenn ihr das Video jetzt noch nicht gesehen habt zu S1000XR und euch vielleicht das Ganze interessiert, dann werde ich euch das natürlich immer oben verlinken. Und wir sehen uns dann, sage ich mal, beim Garagenbier und Abendessen. Good morning, Internet. Jetzt eh der Clock in the morning. Mein Name ist Itchy Boots. Ja, was war? Jetzt gestern Abend los. Ich würde das wäre kurz zusammenfassen. Ich habe gestern nicht gesehen, war es am Meer. Ich bin auf erstes ins Bett gegangen. Und auch gleich geschlafen. Eigentlich hätten wir gar keinen Plan mitnehmen müssen. Genau. Gell? Ja, wenn man keins braucht, ja. Im Endeffekt sitzen wir die ganze Zeit im Motorrad und wandern wir dumm. Also, bei der Gepäcklösung können wir noch optimieren. Einsparen. Einsparen, ja klar. Weniger ist mehr, weil je weniger Gewicht, desto leichter fährt man sich dann auch. Das ist logisch, gell? Irgendwo gegen 11 Uhr vormittags schon langsam down, die Gemüter bei uns auf.
Wir haben uns jetzt drüber gekämpft, über die Duracher Höhe und dann jetzt über Obertauern, über die Radstädter Tauern und sind jetzt quasi nördlich vom Hauptalpenkamm. Und jetzt wird es für uns heimwärts gehen, Richtung Freistadt wieder zurück und ja, genau. Der Peppi wird sich von uns trennen, der Peppi ist auf der Suche immer nur noch, oder hat die große Liebe gefunden, so müssen wir sagen. Er wird sich jetzt dann von uns verabschieden und wird dann den restlichen Feiertag mit seiner besseren Hälfte verbringen, gell? Genau so schaut das aus. Leider muss ich euch verlassen. Ja. So, ihr habt das gesehen und bin jetzt wieder da beim Höglinger Lind. Ich werde jetzt doch einigermaßen schweren Herzens die S1000XR da lassen. Danke nochmal an den BMW Höglinger Denzel in Linz für die Möglichkeit, dass ich doch als trotzdessen nur kleiner YouTuber irgendwo die Möglichkeit habe, solche Motorräder zu testen, ist natürlich nicht selbstverständlich. Das war sie also, meine Reisedokumentation zu diesem Kurztrip 3 Tage. Durch Südösterreich, durch Friaul und durch Slowenien. Ich hoffe, ich habe euch irgendwo vielleicht ein bisschen inspirieren können. Ich hoffe, ich habe euch einen guten Einblick geben können, wie das bei uns so ausschaut, wenn wir jetzt da kurz für 3 Tage irgendwo so ein Abenteuer planen und das dann machen. Und ja, ich bin wieder drauf gekommen, es ist oft gar nicht notwendig, so weit irgendwo hin zu reisen. Wir haben echt schöne Orte, schöne Plätze bei uns da in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Slowenien. Es gibt unendlich viele schöne Sachen und es ist oft wirklich nicht notwendig, so weit vorzureisen. Und ich glaube, ich habe euch wieder ganz gut zeigen können, wie viel Abenteuer man letztendlich wirklich in 3 Tagen erleben kann. Und ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal beim neuen Video auf meinem Kanal. Und wie immer, dranbleiben und ride on, euer Julian.